Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Weiter geht's. Wir schauen uns heute das letzte Arena-Leiter-Rematch an. Wir müssen ja hier in Sonneweg noch gegen Volkner kämpfen. Und dann haben wir tatsächlich alle Arena-Leiter-Rematches erfolgreich bestritten. Also, wenn ich den gewinnen sollte. Anschließend gehen wir heute noch ein bisschen in den Untergrund, dann gehen wir shoppen und dann gehen wir in Richtung Top 4. Denn, liebe Leute, ab dem nächsten Part sind dann die Top 4 Rematches dran. Ja, das könnte sehr, sehr schwer werden. Wenn die Arena-Leiter schon so stark sind bei den Rematches, dann ist die Top 4 oder sind die Top 4 sicher richtig übel. Aber naja, ich lasse mich überraschen. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So, jetzt wieder nach unten. Dann noch einmal die Plattform da unten drehen. Dann wieder nach oben. Und ich glaube, dann sind wir auch schon bei Volkner. Kann das sein? Jo, das sieht gut aus, Leute. Du bist ganz schön spät dran. Ich bin schon total erledigt vom Warten. Seit unserem Kampf waren viele hier, um mich herauszufordern, doch keiner von ihnen konnte mein Herz zum Erzittern bringen. Nicht so wie du, Huxel. Du hast den Champ besiegt, also bist du sicher noch viel stärker geworden. Hahaha, enttäusche meine hohen Erwartungen nicht. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Da ist er, der gute Volkner. Ein Pelipper! Ja, was auch immer. Elektro-Pokémon, in Anführungszeichen. Ja, hier ist Blumendieb, gar keine so gute Wahl an der Stelle. Tja. Oh doch, ich kann die Steinkante benutzen. Boah, also könnte ich theoretisch. Ja, es war so klar, dass jetzt eine Wasserattacke kommt, aber Pelipper macht in dieser Arena einfach auch keinen Sinn. Na wurscht. Um den Pelikan kümmert sich Gamer TV, fachgerecht. Zack und weg. Hey, Gamer TV ist auf 81, sehr schön. Als nächstes kommt Raichu. Gut, ich bleibe mal bei Gamer TV, aber ich greife jetzt nicht an, sondern werde Blumendieb wiederbeleben. Ich denke mal, das lohnt sich hier in der Arena. Ey, was? Hallo? Was war das denn? Raichu cheatet. Und weg. Lanturn kommt als nächstes. Ist das nicht schon wieder ein Wasser-Pokémon? Moment, 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 Moment. Nee, okay. Elektroattacken sind nicht sehr effektiv. Na wurscht. Sollte trotzdem passen. Nee, was? Hey! Was können die hier alle Wasserattacken? Hallo? Voll gemein. Na gut, Gamer TV, dann knirsch mal mit den Zähnen. Ey, der wechselt die ganze Zeit hier seine Pokémon, was ist denn los? Schon ist Raichu wieder da. Ja, wobei Raichu ist ja ganz süß, ne? Hauptsache, die können Surfer. Die Elektrowesen. Na gut, das war's mit Raichu. Dann kann ich jetzt auch Blumendieb wechseln. Oh, Marie ist auf Level 76. Sehr schön. Als nächstes kommt Luxtra. Ja, das passt ja. Ich denke mal, Luxtra kann nicht Surfer einsetzen. Hoffe ich jedenfalls. Das wäre schon super weird dann.
Oh, Erdkräfte. Schöne Bodenattacke. Elektrische Energie fließt durch den Raum. Ey, was? Kein Instant-Kill? Ja, dann haut er jetzt eine Top-Genesung raus. Bitte machen? Ja, das war so klar. So typisch. Die Arena-Leiter, die handeln alle gleich. Es hat überlebt. Ich denke mal, es hat einen Fokusgurt. Ja, gut. Nicht so schlimm. Ich bleibe jetzt einfach mal bei den Erdkräften. Sehr schön. Schon haben wir Luxtra besiegt. Also bis hierhin gar nicht mal so schwer. Oh, Vasili ist auf 76. Als nächstes kommt Lanthorn. Ja, dann wechsle ich mal auf, keine Ahnung, hier Marie. Pflanzenattacken sind sehr effektiv, das ist doch schön. Und das war's mit Lanthorn. Blitzer, dann wechsle ich wieder auf Blumendieb. Da habe ich ja die Erdkräfte. Ich hätte gedacht, der Kampf gegen Volkner wäre schlimmer. Also bis jetzt geht's ja wirklich. Sein vorletztes Pokémon. Oh, Reflektor. Ist das eine physische Attacke? Nö. Gut, dann haut er jetzt wieder eine Top-Genesung raus. Was, wieso ist es vergiftet? Toxic Orb? Nee, doch keine Top-Genesung. Was? Was ist das denn? Elevoltec? Ist das eine Entwicklung von Electek? Kann das sein? Würde vom Design her auf jeden Fall passen. Ich habe übrigens das Gefühl, 95% aller Pokémon hier haben Erdbeben als Attacke. Also egal gegen wen wir kämpfen, jeder setzt hier Erdbeben ein. Jeder, wirklich jeder. Und es ist immer sehr effektiv gegen meine Pokémon. Das ist irgendwie so der Eindruck, den ich inzwischen habe. Gut, das war's mit Elevoltec. Dann haben wir noch das Blitzer. Ich bleib jetzt mal bei Marie. Wunderbar, was für ein packender Kampf. Ja, ganz so packend ist er jetzt nicht. Jetzt, wo ich in der Klemme stecke, macht es mir sogar noch mehr Spaß. Donner ist nicht so schlimm. Na, stirbst du am Giftschaden? Nee, ne? Nee, das reicht nicht. Ja gut, den Donner, den werde ich überleben. Und nach dem nächsten Angriff habe ich dann auch gewonnen. Sehr schön, das war's. Das war das letzte Rematch. Boah, die haben so viel Spaß gemacht, die Rematches. Hahaha, was für eine erfrischende Niederlage. Von einem Trainer, der es in die Ruhmeshalle geschafft hat, hätte ich auch nichts anderes erwartet. Die Kämpfe mit dir stecken immer wieder voller Überraschungen und Entdeckungen. In diesem Sticker steckt mein glühendes Gemüt. Du kannst ihn benutzen, wenn du magst. Ein Funken-Sticker C. Ja, also die Rematches waren, wie schon gesagt, der Burner. Da haben sie sich richtig viel Mühe gegeben. Schade, dass die ursprünglichen Matches halt langweilig waren. Aber ja, ich habe es wirklich jetzt schon 50 Millionen Mal gesagt. Das Endgame ist besser als das Hauptgame. So, dann
heile ich mir mal den Pokémon. Ach, wobei, wir können jetzt mal direkt zur Pokémon-Liga fliegen. Hier kann ich meine Pokémon doch auch heilen lassen, ne? Genau. Gut, dann, wer kommt denn auf Platz 1? Weiß ich nicht, Roland. Ja, also leveltechnisch sieht es ganz gut aus, ne? 82, 81. Aber ich sortiere die mal nach Level. Ja, Blumendieb Level 75, aber 75 ist auch schon gut. Ich hoffe, wir haben eine Chance gegen die Top 4. Ich hoffe, ich muss ja jetzt nicht noch vorher massiv trainieren. Naja, wir werden es sehen. So, ich kaufe noch ein bisschen was ein. Und zwar hätte ich ganz gerne mehr Top-Genesungen. 20 Mal, ja, sollte reichen. Dann brauche ich noch mehr Beleber. Ja, das sollte passen. Okay. Ja, ich hoffe, wir kommen durch die Liga durch. Aber das werden wir ja dann ab dem nächsten Part erfahren. Jetzt geht's erstmal in den Untergrund. Ich hatte ja versprochen, dass wir uns noch ein bisschen im Untergrund umschauen. Ja, und das machen wir jetzt. Eventuell finden wir ja noch irgendwie ein, zwei Items oder irgendein schönes Pokémon. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Oh, ein Dickter. Ich möchte buddeln. Erstmal möchte ich jetzt buddeln. Das ist das Wichtigste. Kann ich hier nirgendwo buddeln? Das gibt's doch gar nicht. Ah, jetzt sind die Buddelpunkte gespawnt. Hat ein bisschen länger gedauert, warum auch immer. Ja, das ist immerhin das letzte Mal in diesem Let's Play, dass wir in die Untergrundhöhlen gehen. Ich hoffe, wir finden irgendwas Schönes. Ah, da unten ist was. Hier sind drei Gegenstände, ne? Habe ich das gerade richtig gelesen? Ja. Kriege ich das Ding hier auch noch? Jo, sehr schön. Du hast alles ausgegraben. Hey, und wir kriegen den Loot Crate. Und zwar... Da kommt schon irgendeine coole Statue. Oh, ein Pipi. Ach, wie schön. Was haben wir denn hier noch? Vier Objekte. Alter Schwede, okay. Also tendenziell eine fette Ausbeute. Oh, was ist das denn? Das wird knapp. Ah, das waren anscheinend zwei Teile von einem größeren Objekt. Indigo-Stück. Ach, Indigo-Stücke sind das, okay. Naja, und eine weitere Lootbox, liebe Leute. Und zwar bekommen wir... Oh, ein Togetic. Nee, ein Togekiss. Entschuldigung. Fast dasselbe. So, ich will noch einmal buddeln. Dann gehen wir rechts in die große Höhle, würde ich sagen.
Aha, schau mal einer an. Direkt fündig geworden. Das ist, glaube ich, eine Lootbox. Ja, sieht gut aus. Tja, aber irgendwo muss hier noch was sein. Ah, da oben. Na, ah, verdammt. Hat nicht gereicht. Na, was kriegen wir denn Schönes? Eine Sumpex-Statue. Ja, vom Design her auf jeden Fall ganz schick. Gut, ich hoffe, wir finden jetzt irgendwelche interessanten Pokémon. Das hier haben wir zum Beispiel noch nicht gesehen, was auch immer das sein soll. Oder habe ich das schon mal gesehen? Stolunior. Ich glaube, die Entwicklung habe ich nur gesehen. Ich kann ja mal versuchen, das mit einem Flottball zu fangen direkt. Na, schau mal eine an. Das war ja mal erfolgreich. Boah, Roland freut sich. So, eigentlich lebt es tief in den Bergen, doch wird es von Hunger geplagt, geht es auch mal zum Fuße des Berges, um Schienen und Autos zu fressen. Was? Schienen und Autos? Was ist das denn für ein verrücktes Vieh? Ja. Schön. Was es nicht alles für Pokémon gibt, ne? Ah, oh, dich will ich auffangen. Potrot. Potrot finde ich ganz süß. Oh, Level 58. Die Pokémon haben ja allgemein, ja, doch relativ hohe Level, ne? Oh, sehr schön. Ja Mensch, das läuft ja. In seiner Schale lagert es Beeren, welche sich im Laufe der Zeit mit körpereigenen Flüssigkeiten mischen und so einen leckeren Saft ergeben. Ja, natürlich. Klingt gar nicht mal so lecker. Oh, die sehen langweilig aus. Oh, Scarabor, ne? Nee, Skorgler. Was war denn nochmal Scarabor? Ne, Scarabor war was anderes. Ich guck mal wieder mit den Namen durcheinander. Ne, Scarabor war dieser Käfer, stimmt. Scarabor und Skorgler, irgendwas mit S vorne. Das ist das Einzige, was zählt. Boah, Leute, es läuft. Roland ist auf 83. Was sagt denn der Pokédex? Mit Hilfe der Flughäute an den Gliedmaßen segelt es im Wind. Es greift aus der Luft an und zielt dabei auf das Gesicht der Beute. Das gefällt mir optisch ganz gut. Hier ein Felsen, der sehr, sehr auffällig aussieht. Oh, wie süß. Das ist ein Visenior oder so, glaube ich. Visenior? Nee, Visor. Oh, das ist so goldig. Du bist ja so ein Schnuckel. Oh, Level 61, ganz schön starker Schnuckel. Die Flottbälle sind einfach die besten Bälle. Die Hälfte meiner Pokémon habe ich damit gefangen.
Dieses sehr nervöse Pokémon stellt sich auf seinen Schweif, um die Umgebung genau im Blick zu haben. Es stellt sich wirklich hin. Oh. Gut, da haben wir wieder so ein Viech. Ja. Ich glaube, die Interessanten haben wir gesehen. Da unten ist noch so ein Kaktus. Gehen wir mal in die nächste Höhle. Kann ich hier unten Fahrrad fahren? Habe ich das schon mal ausprobiert? Nee, darf ich nicht. Na, unten rechts waren wir noch gar nicht, ne? Und oben rechts auch nicht. Na, Moment, dann gehe ich mal aus der Höhle raus. Ach, Herrgott. Minus war das. Nee, doch nicht. Hey, war das, wie kam man denn hier nochmal raus? Oder war das Y? Ah, Y war das, okay. So, also unten rechts waren wir noch nicht, in der Mitte waren wir noch nicht und oben rechts waren wir noch nicht. Ja, wir können ja mal so ganz kurz in die Gebiete. Tja. Würde ich sagen. Ja, muss ich hier unten dann buddeln? In Sonnewig? Ich hoffe, ich lande jetzt im richtigen Gebiet. Ah, das sieht gut aus, Leute. Sehr schön. Ja, wir können ja mal, weiß ich nicht, so ein, zwei Höhlen uns anschauen. Nehmen wir die hier und dann die, die direkt da drunter ist. Oh, die Glühsandgrotte. Ein Glumanda. Oh. Nein, nicht mich angreifen. Wie wär's denn mit dir? Ich fang dich jetzt. Boah, der Hintergrund ist ja geil. Ich hatte schon mal eins gefangen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Naja, egal. Selbst wenn ich es schon gefangen habe. Immer her damit. Gibt ja XP. Ah! Habe ich tatsächlich schon gefangen. Was haben wir denn hier? Ein Drachenzahn. Ja. Dich finde ich langweilig. Wobei diese Untergrundhöhlen hier auch ganz schick aussehen, wie ich finde. Also die Gänge sind ganz hübsch. Was gibt es denn hier? Oh, Magnetilo. Oh, ich will auf jeden Fall Magnetilo fangen. Ja, schau nicht so böse. Hallo? Keiner Stups. Level 63. Oh. Also mit den Flottbällen kriegt man auf jeden Fall den Pokédex sehr schnell voll. Apropos Pokédex, was sagt er denn zu Magnetilo? Oh, habe ich schon gefangen. Jetzt habe ich schon wieder nicht drauf geachtet. Ich muss mir erstmal das Symbol anschauen. Ja, wobei, nee, ist eigentlich wurscht. Wenn ich gegen was kämpfe, dann wird es auch gefangen. Mirapla! Oh! Ja, das Geräusch ist jetzt nicht so geil, aber Mirapla ist ganz niedlich. Ja, das haben wir auf jeden Fall noch nicht gefangen. Diesmal habe ich auch drauf geachtet. Wie schon gesagt, gefangen wird jetzt so oder so alles, aber... Wäre natürlich schön, wenn wir noch ein paar neue Pokédex-Einträge lesen könnten.
Tagsüber verankert es sich zumeist mit seinen Wurzelfüßen im Boden. Nachts wandert es umher und sät Samen. Ganz schön große Füße. Tja, tja, tja. Ist das hier Omod oder so, glaube ich? Also die Interessanten haben wir auf jeden Fall gesehen. Gut, dann. Schaue ich nochmal kurz auf die Karte. Wie kommt man denn in die Mitte? Wie kommt man nach oben rechts? Ja, da muss ich jetzt mal so ein bisschen rumexperimentieren. Oben rechts. Ach, oder kann man hier buddeln? Ah, das kann natürlich sein. Ich meine, hier haben wir nicht gebuddelt. Ich muss speichern, okay. Möchtest du das Spiel speichern? Ich habe gar keine Option. Ich muss speichern, sonst darf ich nicht in die Höhlen. Und ist es oben rechts? Ah, tatsächlich. Gut, dann haben wir das Gebiet auch besucht. Ja, wir gehen jetzt mal in diese große Hülle hier rein. Das reicht. Was gibt denn hier? Da ist Visor wieder. Und ansonsten nichts. Ah, doch! So ein Schneckmack oder was das ist. Ne, die Entwicklungsstufe davon. Gut, gut, gut. Steinkante, ja. Ja, Mensch, die sehen aber alle unspektakulär aus. Von euch will ich niemanden fangen. Oder nehme ich die Schnecke mit? Oh, TM50 Hitzekoller. Na, schau mal eine an! Ist das ein Hunduster? Ne, Hundemon. Ja, das nehme ich aber mit. Also ich fange mal eben. Mann, das war ja nichts. Ja, da kannst du rumknirschen, wie du willst. Trotzdem wanderst du in den Pokéball. Also gleich irgendwann. Und da stellt sich aber wirklich an. Okay. Ich glaube, das war's mit den Flottbällen. Also, keine Chance, das zu fangen. Ah, wisst ihr was, dann besiege ich das jetzt aber auch. Dann wird halt nicht gefangen. Ich habe jetzt keine Lust darauf zu achten, dass es überlebt. Ah, Roland wird das definitiv instant killen. Da kann ich machen, was ich will. Ich könnte jetzt das Pokémon noch wechseln, aber ist trotzdem ein Glücksspiel. Na gut. Wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Sehr schön, die Shutter ist auf 82. Wie sieht's denn mit der Schnecke aus? Maccargo. Der Blick von dem Maccargo, schon sehr, sehr lustig. Ah, habe ich schon mal gefangen sogar. Kann ich das auch besiegen? Ja, ich würde sagen, dann schauen wir uns noch das letzte Gebiet an, also die letzten Untergrundhöhlen in der Mitte. Keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ach, immer dieses blöde Verfehlen. Das geht mir aber auch auf den Keks manchmal.
Sehr schön. Gut, dann... Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Wie kommt man denn in die Mitte? Gute Frage. Wo muss ich mich da denn einbuddeln? Vielleicht in Elysis? Oder in Herzhofen? Ja, muss ich jetzt mal so buschgen rumexperimentieren. Das ist ja jetzt nicht so ganz klar ersichtlich, wie ich finde. Na, wo kommen wir raus? Oh, gut geraten, Leute. Sehr schön. Ja, dann gehen wir auch hier noch in die fette Höhle rein. Eventuell kriegen wir hier ja auch noch was Schönes. Oh, die Gänge sehen hier auch wieder sehr, sehr hübsch aus, wie ich finde. So, was haben wir denn da? Die Funkelsterngrotte. Oh, wie cool. Das ist ein Nidoran, meine ich. Boah, alles voll mit Kristallen hier. Ein Pantymos! Ja, da freut sich aber jemand. Vor allen Dingen möchte da jemand nicht gefangen werden. Na, habe ich schon gefangen. Na komm, dann flüchten wir. Ich weiß gar nicht, wann ich meinen Pantymos gefangen habe. Ich erinnere mich gar nicht mehr daran. Na egal, ein Nugget. Ja. Oh, das Symbol auf der Karte ist ja cool. Schaut mal, da ist so ein riesiger Kristall. Ditto! Na! Endlich sehe ich mal ein wildes Ditto. Also ich meine, ich habe eins durch Tausch erhalten von Gamer TV, also von Real Life Gamer TV. Danke nochmal an der Stelle. Aber jetzt sieht man endlich mal so eins. Na, ich probiere trotzdem. Ich probiere mal einmal die zu fangen und dann flüchte ich. Sehr schön, mein eigenes Ditto. Hier noch irgendwo Gegenstände? Da haben wir ein Hundi. Ah, schaut mal. Die M59 Drachenpuls. Na, wer bist du denn? Blub. Kill die ja. Das habe ich auf jeden Fall noch nicht gefangen. Na, wobei, jetzt schon. Was sagt denn der Pokédex? Es hat ein feines Gespür für die Gefühle seines Trainers. Wenn es glücklich ist, tanzt es. Süß. Noch eins. Das hier ist, glaube ich, Kusilla oder so. Die Vorentwicklung von Osana. Genau. Auch irgendwie ganz süß. Also sieht schon ganz sweet aus. Gefällt mir vom Design.
Nice, und wieder eins geschnappt. Komm, schnapp sie dir alle. So, jetzt gibt's ein Level-Up für Marie, ne? Sehr schön. Und ein Pokédex-Eintrag für Kusilla. Dieses Pokémon berührt alles Mögliche prüfend mit seinen Lippen, die sich dann merken, was es mag und was nicht. Ach Gottchen. Na komm, dich fange ich auch noch. Nidorino. Nice, und wieder ein Instant Catch. Es ist sehr aggressiv und durchbohrt Gegner mit seinem Horn, das bei Berührung ein starkes Gift absondert. Klingt gar nicht mal so nett. Ja Leute, ich würde sagen, dann haben wir das geschafft. Ja, ich würde sagen, das passt. Also raus aus den Untergrundhöhlen, zurück zur Oberfläche. Dann fliegen wir zur Pokémon-Liga zurück. Dann heilen wir noch einmal unsere Pokémon. Eingekauft hatte ich ja schon. Sehr schön. Ja, und ab dem nächsten Part, liebe Leute, schauen wir uns dann die Top 4 Rematches an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.